Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladurm. Wieso sage ich immer eigentlich als erstes Wort der Begrüßung ja? Ist ziemlich bekloppt, aber ja gut. Zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Heute geht es weiter im freien Spielmodus. Diese Quest hier wollen wir noch unbedingt heute mal machen. Damit starten wir den Part direkt mal. Bist du ein qualifizierter Porträtfahrer? Nö, aber ich mach's trotzdem. Ein Potrennen. So, was habe ich hier noch vermisst im Spiel? So kann man sie erkennen. Was? Kann ich nicht. So ein Mist. Muss mir erst einen Potrennen-Freak suchen. Ich glaub's nicht. Ach so, oder so ein Helm. Ich brauche erst einen Helm dafür. Ja, komm. Als ob ich einen Helm fürs Podracing brauche. Scheiß auf Sicherheit. Ich ramme sowieso überall gegen. Ich werde mir schon nicht den Kopf bei aufschlagen. Und wenn doch, bin ich eine Lego-Figur. Dann baue ich mich einfach wieder zusammen. Ja gut. Dann setze ich mir diesen dämlichen Podracer-Hut auf und dann kann es losgehen. Bin ich nicht, aber lass mich fahren! Fahrzeug, das unbedingt von einem entbehrlicheren Wesen als meiner Person Probe gefahren werden muss. Möchtest du eine Runde drehen? Ja, will ich. Ja, ich will die gute erste Episode von Star Wars, wo Anakin Skywalker als Kind, hui, da bin ich dran vorbeigefahren, als Kind Podracer fährt. Ach ja. Erinnerungen an den ersten Star Wars, den ich geguckt habe. Meine Versprecher heute sind auch dämlich. Ich habe tatsächlich die Star Wars Filme nach der Reihenfolge geguckt, also nicht nach Veröffentlichungsdatum, sondern nach Reihenfolge 1 bis 7, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rogue One. Genauso habe ich es geguckt. Ach du Scheiße, die Zeit geht vorbei. Zeit. Nein. Ich will noch mal. Los, ich mache das ein bisschen schneller. Joa. Sie sind dann so schnell. Jo, das dürfte nicht das Problem sein, das haben wir gleich geschafft. Dann können wir in den Story-Modus starten, also in den freien Spiel-Story-Modus. Nimmst die restlichen Minikits und brennen Steine sammeln. Ich weiß jetzt ungefähr, wo es lang geht. Und dort lang. Hey, wir stehen dann. Stehen dann, kann tödlich sein. Und bei Podracer rennen. Da bin ich kurz gegen eine Wand gefahren. Gegen eine Düne, um genau zu sein. Aber ich hab's schon geschafft. Oh, cool! Ein Carbonitstein. Nice! Das habe ich gebraucht. Cool. Haben wir einen weiteren Charakter freigeschaltet. Ja, wir haben hier zwei kleine Quests. Einmal als BB-8-5 Taros oder sowas zerstören und mit Rey im Zerstörer alle Schrottgegenstände zu zerstören. Ansonsten die zwei Sachen müssen wir mit den Charakteren, den vorgesehenen Charakteren erledigen. Ansonsten würde ich gerne heute ein paar andere Charaktere spielen. Also sind das diese Taros? Ja, ach ja, 1 von 3en. 3 von 5en. Ach so, 1 von 5en war es natürlich. So, dann brauche ich noch ein paar. Wo ist denn eigentlich der Zerstörer? So, du bist noch ein Taros.
oder sowas ähnliches. Ich zeige euch noch 4 von 5. Nummer 5 von 5 müsste noch irgendwo hier lauern. Den kriege ich auch noch, den hole ich mir. Dich hole ich mir. Wo bist du? Taros, der YouTuber. Ja, hier wohl nicht. Gucken wir mal, wie wir zum Zerstörer kommen. Oh. Ein riesiges Metall-Elefanten-Dingens. Was können wir damit machen? Ich wollte heute mal ein paar Charaktere. Ist ja freies Spiel. Da wollte ich mal ein bisschen was ausprobieren. Da wollte ich mal ein paar Konstellationen. Ist ja sowieso ein freies Spiel. Konstellationen ausprobieren, die man sonst im Story-Modus eigentlich nicht hat. Way und BB-8 sind jetzt hier die Standardsachen, die man im Story-Modus auch hat. Und deshalb würde ich jetzt gerne hier mal andere Charaktere testen. Aber dann müssen wir natürlich erstmal, dazu müssen wir natürlich erstmal die Aufgaben bewältigen, weil das ist ja das Wichtige hier im in diesem Modus, dass wir im freien Spiel jetzt hier auch die goldenen Steine und die Mini-Kits bekommen. Ist ja klar. Ah. Falsche Taste hier drückt. So geht das. Wie die Edge hier einmal aktivieren. Elektrifiziert. So. Ist das ein Zerstörer? Sieht ziemlich zerstörerisch aus, aber. So, da sind noch ein paar Freaks, die ich in BB-8 zerstören muss. Hey, lass mir einen über, weil ich brauche noch einen tapferer kleiner Druide, haben wir freigeschaltet. Genau, das ist das, was wir brauchen. Und jetzt können wir BB-8 praktisch wegstecken, weil den brauchen wir fürs freie Spiel nicht mehr. Können wir uns einen anderen Charakter holen. Ich will jetzt erstmal hier mit Way die Gegenstände zerstören. Scheint nicht so, als ob das der Zerstörer ist. Vielleicht kriege ich auch keine Punkte angezeigt, dass ich die zerstört habe. Okay, hierfür brauchen wir auf jeden Fall ein freies Spiel-Typ. Vielleicht kann es einer von den Stormtroopern. Gab es doch einen. Der Sturmtruppler hier. Der hat ein Gewehr hinten drauf. Kann er vielleicht ein bisschen. Nö, kann er nicht. Okay, schwerer Soldat sieht gut aus. Kaufe ich. Ich kaufe einen schweren Soldaten. Okay. Jo, das sieht gut aus. Kaboom. Da meinen roten Stein. Steinchen Multiplikator mal 2. Genau das habe ich gesucht. Genau das brauche ich. Das ist das, was ich will. So, jetzt bringt das Geld ein bisschen mehr ein. Nice. Aber wo ist Way? Bin die Schrottsammlerin. Okay, hier ist sie. Von einem anderen Dress, aber. So wird es auch gehen. Ich hoffe, so geht's für den Quest. Ich muss nämlich noch den Quest des Zerstörers erledigen. Alle Schrottgegenstände im Zerstörer. Sind ja nicht die Berserker Games. Wo du 20 Mal hintereinander abkratzen darfst. Naja, darfst du eigentlich nicht, aber. Ja, Zwerge führt Selbstgespräche. Ihr merkt es schon. Also, die Berserker Games, wer kennt sie von euch noch nicht? Wo ich immer bei Mario Maker etwas sehr ekelhaftes schlucke. Oder eine Mampfe. Und wenn ich einmal verkacke. Das sieht doch sehr zerstörerisch aus, oder? Ist das der Zerstörer? Ja, es zählt 1 von 24. Wow.
Da sind aber noch viele Sachen, die auf mich warten. Sieht nicht so aus, als ob ich jetzt ein paar andere Attacken, nicht Attacken, sondern Charaktere benutzen könnte. 3 von 24, okay. Hier ist noch ein Schrottgegenstand, 4 von 24. Zählen diese Stäbe dort hinten auch? Ja, 10. Sind sogar zweimal. Nice. So, ordentlich sammeln. Bringt was. Schatzgegenstände müssen wir auch noch finden, also gut aufpassen, wo welche rumliegen. 9 von 24. Hier ist 10 von 24. War zwar ziemlich groß, aber zählt als einer. 11 von 24, 12 von 24, das geht ja schnell voran. Was, sag mir nicht, du kannst da nicht hoch. Halt dich für einen Witz. Oh, Minikit. Ah, eine sammelnde Gegenstände gefunden. Cool. Ach, das ist so ein Vehikel, womit wir dort in der Landschaft rumrasen können. Habe ich euch schon mal im ersten Part des freien Spielmodus erklärt. Also im letzten Part von vom Story-Modus, also müsste der Luke Skywalker Park sein. Part sein. Nicht Park. Park ist was anderes. Jo. Quicktime Event. Und zack, hoch da. Das können wir nicht zerstören. Schade. Das kann nur weh. Enttäuschend. So, jetzt aber. Und das da oben. Kann er mich hier hochholen oder? Was kann er tun? Ich werde die Sache nicht zerstören, die braucht. Liebe Way. Soll ich jetzt ohne Way weitergehen? Dann schaffe ich aber die Sachen nicht. So, hier habe ich was aktiviert. Könnte eventuell was bringen. Ja, dass ich da lang kann, aber. Erst einmal muss ich woanders entlang. Schafft das Way von allein, oder? Ah, Tag Way. Und du auch hier. Freut mich. Du kannst ja mal hier das hier zerstören. Und da hier. 14 von 24. Und das 15 von 24. Hier hinten war nichts mehr. Okay. Müssen wir schön alle Schrottgegenstände einsammeln. Das mache ich auch noch fertig. Zack, zack, zack. Im nächsten Level, da können wir dann hoffentlich meine Charaktere spielen. Die ich vorhatte zu spielen. Durch. Da ist noch eins. 16 von 24. Wird langsam wenig. 17 von 24. Werden immer weniger Schrottgegenstände, die ich mitnehmen kann. Als Sammler. Sorry, Sammlerin. Be away. Ich bin ja away. 19 von 24. Okay, das sieht schon gut aus. Scheint was zu werden. Hier ist noch 20 und 21. Nur noch 3. Wenn meine Rechenkünste nicht komplett versagt haben. Meine Zählkünste. So. Das war kein Schrottgegenstand. Schade. Sind das hier Schrottgegenstände? 23 von 24. 24 von 24. Cool. So, das Level ist fast schon zu Ende. Schade auch. So. Machen wir das so hier. Zack, hier unten ist ein FN1, 2187.
Und dann machen wir das so. Es gibt nach drüben und dann. Hui, hier habe ich BB-8. Und das geht ja im freien Spielmodus. Ultimativ. So. War nur noch um was freizuschalten oder waren das nur diese Münzchen? Sah nur nach diesen Münzchen aus. Jetzt kann ich nämlich auch zu Ray wechseln. Das zerstören und an einer anderen Stelle aufbauen. Muss ja. Weil um die Münzen geht es ja hier eigentlich nicht. Und jetzt Ray, zack, den Stab darin. Und umdrehen. Was? Das ist das Rätsels Lösung. Da hätte jetzt einfach BB-8 hochgekonnt. Ja, der hätte ja jetzt einfach drüber marschieren können. Tja, so leicht wäre es gewesen, aber jo, gut. Wenn man andere Mittel zum Zweck hat, kann man die auch benutzen. Gibt es jetzt hier noch eine dritte Option oder was? Ich muss ja hier irgendwie rauskommen. Da ist ja eine Tür, die ist versperrt. Jo, und da gibt es noch ein Bauset. Da brauche ich den lieben BB-8 wieder. Zack, drauf springt und der Weg ist nicht mehr versperrt, die Tür ist offen. Jo, mal gucken, was wir erreicht haben. So, den roten Stein haben wir auf jeden Fall schon mal. Da 3 von 5, 4 von 5, goldene Steine, 5 von 5 und der 6. Achso, sind nur 5. Sorry, mein Fehler. Und auch noch die Charaktere. 2 von 3. 3 von 3. Perfekt. 100%ig geschafft. Weiter geht's mit dem nächsten Level. Jo. Jetzt können wir mal schnell die Charaktere holen. Ich habe jetzt natürlich wieder ganz viel Geld ausgegeben. Das ist natürlich nicht so gut. Da wir ja für den Imperator sparen wollen. Aber gut. Hab ich gesagt. Ja, ich meine, ich hab gesagt, aber hier bei Nachtnutzer. Bei Machtnutzer wollte ich mir jemanden kaufen. Und zwar den hier. Den Kylo Ren mit seinem Dreifach-Laserschwert. Juhu! Endlich kann ich das Dreifach-Laserschwert nutzen. Und dann nehme ich als zweiten Charakter noch jemanden, den ich schon gekauft habe. Wo ist er? Darth Vader. Opa und Enkel. Perfekt. Er hier und er hier. Ultimativ. Mal gucken, wie wir ihn jetzt im nächsten Level benutzen können. Hier sind die nächsten Level. Ja, wir haben hier wieder zwei kleine Spaßquests. Der erste. Der erste ist halt hier diese ganzen Leute zu erledigen. Und der zweite ist mit einem Druiden am Ende, den soll ich in den Tod führen. Ich würde gerne hier den Charakter wechseln. Ich würde gerne Darth Vader spielen. Geht das? Nö, geht scheinbar gerade nicht. So ein Mist. Aber jetzt kann ich wechseln, oder? Jetzt kann ich meine... Hier unten kann ich was machen. Und wo sind sie denn? Machtnutzer, hier haben wir sie. Hier haben wir den. Und Kylo Ren. Und Kylo Ren mit seinem Dreifach-Laserschwert. Ich liebe einfach dieses Dreifach-Laserschwert. So ultimativ dieses Schwert. Ich will es auch.
Ich will es haben. So. Geht's hier weiter, oder? Der Quest ist eigentlich hier hoch und zurückzukehren und die am Anfang hier alle zu zerstören. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber Charakter wechseln geht ja auch nicht. Kehre zurück und erledige die Tümer am Anfang, Standort so ungefähr. Aber wie? Wie, wenn ich hier wieder gefesselt werde, wenn ich hochkomme? Das sind immer diese zwei Charaktere. Seltsam. Kannst du es mir vielleicht verraten? Ja. Ich glaube, erst ab hier, ja. Erst ab hier können wir dann frei darüber verfügen. Ich komme da nicht hoch. Anfang und erledige die Mannschaft der ersten Ordnung. So heißt das die Herausforderung. Ich habe keinen Plan, wie ich das schaffen soll, weil ihr seht selbst, ich werde hier. Ich habe hier keine Möglichkeit. Vielleicht bietet sich noch einer im Verlauf des Spiels hier. Hätte der Macht mit uns. So. Mal die Bösen spielen dürfen. Das ist auch mal wundervoll. Opa, du musst mal kommen. Opa, kommst du mal her? Müssen wir gemeinsam hier dran schieben. Wir beiden Schwarzmasker. Schwarzmaskierten Recken. Och, das Wort Recken hat auch erst meine Oma und auch zuletzt meine Oma benutzt. Tja. Bei ihr war das auch schon veraltet. Das Wort Recken. So. Ich liebe dieses Laserschwert. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber wir haben jetzt zweimal Stats. Also dürften die 1 Million auch bald irgendwie in Kraft sein. Also dürfte es nicht allzu kompliziert sein, das hinzubekommen. Um den T-Jäger zu erreichen. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir benutzen diesen Speeder. Die Frage ist und bleibt. Von hinten sehen die beide fast gleich aus. So, sehr gleich. Die Frage ist und bleibt, wie komme ich zurück zum Anfang und kann diese Typen erledigen. Ich hätte mir das so vorgestellt, dass das im freien Spielmodus einfach geht, dass ich da einfach hochmarschieren kann. Ach, und den Typen muss ich ins Verderben stürzen. Muss einmal dort in die Schlucht reinsteuern. Da freue ich mich ja drauf. Ist eine gute Mission. Ah, den brauche ich dafür. Oh, da muss ich für zu Han Solo wechseln. Sorry, Kylo Ren. Ich sagte Han Solo. So, weil nur der kann das. Einmal ziehen. So, da haben wir was. Können wir benutzen für den Weg hinüber. Und da steht da rum der Druid. Wie kann ich helfen, Sir? Dann muss ich erstmal hier rüber. So, zack, und dann das für den hier rausziehen. Weil der hat ja keinen Greifhaken, der rote Droid. Und dann schieb mal so, kann er hier rüber. Ach so, sollte ja noch was machen. Ich hatte ja was als Quest. So, und rein mit dir. Puh, das ist unsterblich. Frecher Fall, Droide. Oder ist das jetzt ein anderer? Da kann ich nicht rein, da brauche ich den Hahn für. Team wieder zusammengestellt.
So, ordentlich. Und der baut mal das hier bitte für uns frei. Ist ja ganz in Ordnung, wir sind beide von der dunklen Seite. Ist ganz legal. Blau, rot, gelb, grün. Blau, rot, gelb und grün. Perfekt. So, Frage, wie kommen wir darüber? Wie kommen wir zum Anfang? Weil das war die andere Quest. Ich habe keine Idee. Hier wird zurück zum Start. Vielleicht über den Weg dort. Wir sind doch keine Eindringlinge. Hier, ich bin Kylo Ren, ich bin ein Boss. Und das ist mein verstorbener Opa. Der im Film nur als Maske vorkommt. So, Darth Vader, töte sie alle. Deine eigenen Kämpfer. Macht Sinn. Kann ich da jetzt über diese Brücke hier zurück zum... Och nö, jetzt habe ich da auch wieder gelöscht. Muss mir den dann neu holen. Und da ist noch ein Minikit. Wie komme ich zurück zum... Zurück zum Anfang. Ein dreifacher Laserschwert. Verrat mir einfach jemand mal, wie ich zum Anfang zurückkomme. Ich kann nicht drüber hopsen. Das ist mir eine Rätsel. Hier durch die Box kann ich auch nicht. Ja. Vielleicht hilft es, wenn ich einfach mal zurücklaufe. Wenn ich einfach hier den ganzen Weg zurücklatsche. Ich weiß es nicht. Da kann BB-8 durch. BB-8, dann geht er mal hier durch. Vielleicht bringt es ja was. Oh, ein Minikit. Alle Sammelgegenstände gefunden. Kann ich hier raus? Nein, da ist eine Glasplatte. Hier kann ich nicht oben raus. Blöd. Blöd ist das. Darth Vader atmet hier die ganze Zeit schwer im Hintergrund. Hier bin ich wieder am Anfang, aber kann ich hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Ich kann sie alle erledigen. So, zack, zack, zack. Tot bist du. Und du, das krieg ich auch noch. Kettenreaktion. Ein cooles Wortspiel. Das haben wir jetzt auch noch geschafft. Hervorragend. So geht das. Einfach wieder zurückkehren, wenn die Sachen hier alle gelaufen sind, wenn... Wenn der feine Laser... guten Tag, Opi. Wenn alles erledigt ist, dann ist hier Aufruhr und dann ist auch egal, wenn ich da nicht mehr in Fesseln hoch rumläufe. So, drei Möglichkeiten. Ich wähle die. So, Kylo Ren. Mach mal. Okay, geht nicht. Gut, dann muss ich das vorher erstmal zerstören. So, an anderer Stelle Aufbau. So muss es auch gehen. So, hier bin ich oben. Kennt ihr den Film Oben? Habt ihr den Film mal geguckt? Ich fand den ja ganz in Ordnung. Also, nicht super, aber auch nicht schlecht. Also, so mittelmäßig. Um ein bisschen off-topic wieder zu starten. Hab ja bis jetzt wirklich, muss ich wirklich zugeben, noch nicht off-topic geredet. Ist wirklich so, könnt ihr nachgucken. Naja, vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. Sehr wenig zumindest. So, jetzt kann ich hier vielleicht mit dem Haken etwas veranstalten. Ja, da ist der Haken. Wenn ihr euch fragt, wo ist der Haken in dem ganzen Display hier? Da habt ihr ihn. Da ist der Haken. So, darf. Du darfst. Darf, darf. Es. So, einmal den Würgegriff hier.
Ich will den Würgegriff, ich will den Würgegriff, ich will den Würgegriff, mach den Würgegriff. Nice. Das ging aber schnell. Und ich auch noch. Was hat er mich gerade erschossen? Den Darth Vader erschossen? Nein. Den gibt's nicht. Ach, die Druiden löschen das Schiff hier. Das sollen sie mal löschen. A Man in Black. Zwei Männer in Schwarz. Oh, Man in Black ist auch ein guter Film. Nicht zu verachten. Ich wirklich zu Tode. Ich auch. Ich drehe dir den Hals zu. Niemand wagt es, den Darth Vader anzugreifen. Und es gibt dir es, mit der unsichtbaren Faust zu tun. Mit der unsichtbaren Hand, die dir die Kehle zuschnürt. Ohne dass du sie siehst. Oh, ja, hier kann da rein. Die Roten brauche ich doch, oder? Zack, zack, wir sind immer die Roten. Anti-Jäger. Warum auch immer wir uns gegen uns selbst auflehnen, ist mir ein Rätsel, aber wir machen es. Ein Dream-Team. Darth Vader, wenn das mal nicht was ist. So, was haben wir gesammelt? 3 von 5. 4 von 5. 5 von 5. Minikit 1. Minikit 2. R5J2. R3PU. Als Charakter Offizier Unamo. Das sind die Charaktere, die wir heute freigeschaltet haben. Rotenstein gab es nicht. Weiter geht's. Nicht freie Spiele, aber diese Zwischenquest, diese Zwischenzerstörer. Och man, ich fall da mal wieder runter. Das ist doof zum Hüpfen. Und die Dinge im Zerstörer zerstören. Och nö, komm schon, Zwergi. Streng dich mal ein bisschen an, bemühe dich mal ein bisschen.